Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Update-Video zu Mighty Switch Force 2. Das Spiel von WayForward habe ich euch ja für den Nintendo 3DS eShop schon vor einem guten halben Jahr, Ende Juli war es glaube ich, gezeigt. Und mittlerweile ist auch die Version für die Wii U da. Und ich möchte im Prinzip jetzt mal ein kurzes Update geben, um noch so ein bisschen was über das Spiel zu erzählen, für wen lohnt es sich, bietet es vielleicht irgendwas Neues, und habe gedacht, ich mache dazu einfach nur ein kleines Update quasi, also laufe, kommentiere Gameplay quasi live, denn eigenen Videotest dazu rechtfertigt das Update nicht, denn tatsächlich ist es so, es ist 1:1 dasselbe Spiel wie auf dem Nintendo 3DS, mit dem einzigen Unterschied, dass es sich hier um eine HD-Version handelt, also es gibt hochauflösende Grafiken. Und ansonsten ist es aber genau das gleiche wie vorher. Man hat hier, diese Heldin läuft mit ihr im 16-Bit-Look durch eine 2D-Umgebung und muss hier so, 5 Mädels pro Level einsammeln. Im Prinzip sind das die, die man im ersten Teil fangen musste, weil sie abgehauen waren, also Schwerverbrecher. Und dieses Mal ist es so, dass die Welt von komischen Feuerwesen angegriffen wurde und man jetzt retten muss quasi und jede Menge Feuer löschen muss. Und deshalb hat unsere Heldin jetzt auch keine Kanone mehr, sondern so einen Wasserstrahl quasi, womit sie zum einen, wie ihr hier seht, Feuer löschen kann, aber eben auch, habe ich eben auch schon gezeigt, Gegner quasi in Abgründe stoßen kann. Da komme ich auch gleich nochmal etwas genauer zu. Und das zentrale Feature ist nach wie vor, über die rechte Schultertaste seht ihr hier, schalte ich quasi um, dass Sachen in den Vorder- und Hintergrund kommen. Das ist halt im Prinzip so das Kernfeature, Mighty Switch Force. Man schaltet halt um und kommt so vorwärts. Ich möchte euch jetzt einfach nur noch mal ein paar Level zeigen mit ein paar neuen Ideen. Falls ihr meinen Marius-Eindruck damals nicht gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen, den euch auch nochmal anzusehen, denn da verrate ich noch eine ganze Menge mehr zum Spiel. Ich werde die Level jetzt auch nicht ganz zeigen, sondern hier mal nur so ein paar Sachen, die man eben auch noch einsetzen muss oder machen muss. Zum einen ist natürlich das Umschalten, wie ihr hier seht, zentrales Feature, aber hier in diesem Level muss man auch neben dem Löschen von Feuern eben über diese Waschtrommeln, nenne ich sie im Prinzip immer, sich hochschießen. Und man muss dann auch ein bisschen nach rechts rüber. Und hier kommen jetzt so Feuerwesen raus und die, oder so Bomben, und die muss ich jetzt durch geschicktes Umschalten, was mir jetzt nicht gelingt, durch geschickt getimtes Umschalten, das gibt's doch nicht, eben dahin feuern, damit halt quasi die Wand aufgeht und ich da durchkomme, und dann schieße ich mich nach oben. Und hier ist im Prinzip das Gleiche, wobei man hier denken muss, okay, das explodiert, wenn ich es hochschieße, also muss man es erst löschen, dann hochschießen, dann fängt es irgendwann wieder Feuer und man kann es hier oben hinschießen, um dann weiterzukommen. Und nach dieser Art muss man halt jede Menge Rätsel lösen und so eben in jedem Level die 5 Mädels einsammeln und am Ende zum Roboter kommen. Dieses Rätsel zeige ich euch noch. Hier muss ich ihn auch löschen, um ihn dann eine Ebene höher zu schießen. Dann wieder löschen. Nee, dann muss er erstmal Feuer fangen, genau. Damit er das Ding aufmacht. Dann lösche ich ihn wieder. Schieße ihn einen höher und dann kann er hier auch noch sein Unwesen treiben. Und dann komme ich weiter hoch und kann Nummer 4 einsammeln. Ja, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang das Thema Zeit. Ihr seht ja, dass ein Countdown mitläuft oder eine Uhrzeit mitläuft. Und die sagt im Prinzip, hier in diesem Level hätte ich 1:30 Zeit gehabt, um es zu schaffen. Gelungen ist mir das nicht. Das heißt, das große... Das große Kernfeature ist im Prinzip, oder das Ding, was man schaffen muss, ist eben alle Level, jetzt stelle ich mich echt blöd an, alle Level auch in der Zeit zu schaffen. Und wenn das gelingt, dann bekommt man eben, gewisse Extras schaltet man damit frei. Genauso gibt es, wie hier rechts oben zu sehen, in jedem Level so ein Baby zu finden. Die sind echt schwer zu erreichen. Ich versuche das jetzt hier mal, weil hier muss man sich nämlich im Prinzip über dieses Ding hochschießen. Genau das passiert dann. Und immer wieder, ich glaube, ich mache es jetzt doch nicht, weil sonst bin ich gleich tot.
Das geht nämlich hier leider relativ schnell. Wenn man das letzte Herz verliert, fängt man von vorne an. Man muss sich hier im Prinzip hochschießen und dann halt über diese ganzen Wege drüber und rechtzeitig umschalten, um hier oben zum Baby zu kommen. Und die schalten dann auch wieder Extras frei, wenn man in allen Leveln alle findet. Also ja, wie gesagt, im Prinzip das gleiche Spiel, mit dem Vorteil, dass es in HD ist. Man kann es auch komplett auf dem Gamepad spielen, also tatsächlich als Handheld-Version. Im Prinzip, und nein, das wollte ich euch nicht zeigen, wobei hier kann ich euch auch mal so ein Feature zeigen, wo man sich dann halt hier wirklich wie wild durch das Level schießen muss. Und wer die Uhrzeit sieht, die da steht, man muss dieses Level in 30 Sekunden schaffen, um den Highscore zu knacken. Da muss man sich wirklich einige Gedanken machen, um das hinzukriegen. Eigentlich wollte ich euch ein anderes Level zeigen. Ich glaube, es ist das hier, wo es nämlich... Genau, hier ist ein neues Feature, das gab es im alten Spiel auch schon. Man stellt sich auf diese Blöcke, wenn man dann umschaltet, dann bleibt der aktiviert, auf dem man steht. Und so kann man eben, sich dumm anstellen und runterfallen. So kann man dann eben komplette Bereiche freischalten. Hier sieht man jetzt, okay, ich mache das an, komme nicht durch, aber kann jetzt umschalten, weil ich auf den roten stehe. Und dann schalten sich auch nur die um. Hier bleiben die blauen wieder an. Das sind so Dinge, um die nachher wirklich große Rätsel gestrickt werden. Aber im Prinzip suche ich einen anderen Fall. Genau den. Hier hat man so einen Matsch. Hier macht man erstmal den Gegner kaputt. Bums, dann geht die Tür auf. Hier kann man quasi so Matsch wegschwemmen mit seiner Kanone. Und muss im Prinzip hier Gegner besiegen, um Tore zu öffnen. Und das geht hier ganz leicht. Im Prinzip ganz leicht, indem man den da runterschießt und dann im richtigen Moment den Block wieder anmacht, damit der quasi dagegen zwischen Fenster und Hindernis eingeblockt wird. Und dann tot ist, der Weg öffnet sich und man kommt hier durch. Im Prinzip, wie gesagt, schaut euch meinen Marios Eindruck an. Zu dem Spiel hier kann man sagen, es ist im Prinzip eigentlich nur eine leicht verbesserte Version. Die man ja nicht unbedingt gespielt haben muss, wenn man das Original schon kennt, aber die auf jeden Fall ganz nett ist, weil man sie dann eben auch zu Hause spielen kann. Es ist auch nicht teuer, ich glaube 5 Euro kostet es und das Spiel macht nach wie vor sehr viel Spaß. Wer also keinen 3DS hat, der sollte sich das auf jeden Fall überlegen, denn es ist echt ein gutes, retromäßiges Spiel, was auch teilweise hammermäßig schwer ist. Also gerade spätere Level, die können einen echt in den Wahnsinn treiben. Von daher, ja, für alle Leute, die eben genau sowas gerne haben und auch mal eine Herausforderung suchen, für die ist Mighty Switch Force auch auf der Wii, der zweite Teil auf der Wii U, Entschuldigung, ein Kauf wert. Es gibt ja auch noch das erste Spiel als Hyperdrive Edition auf der Wii U. Auch das ist ein Spiel, was sich lohnt zu kaufen. Und das soll zu meinem Update jetzt schon reichen. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mario.